Mit einem 3:2 gegen Delemont hat der FC Basel am Samstag die Fußballsaison 92-93 abgeschlossen. Saisonziel, der Aufstieg, ist nicht erreicht worden, wie man weiss. Der FCB bleibt also eine weitere Saison lang B-klassig. Wir waren am Samstag im Joggeli und wollten wissen, was die Fans und die Clubleitung zu diesem Saisonergebnis sagen und wie es weiter soll gehen mit dem FCB. Ein Beitrag von Hans-Peter Forster. 2300 Zuschauer sind am letzten Samstag zum Saisonschluss ins Joggeli pilgert, um noch einmal einen scheinbar klaren Sieg vom FCB zu feiern. So klar ist es dann doch nicht geworden, aber auch das sind wir ja gewohnt vom FCB nach dieser Saison. Uns hat am Samstag dann auch weniger das Spiel interessiert, als vielmehr das, was man im Stadion zum verpassten Aufstieg vom FCB sagt. Es ist schade, dass sie nicht aufsteigen. Teilweise haben sie gute Spiele geleistet, teilweise haben sie enttäuschende Spiele gehabt. Und man hat es erwartet, dass sie aufsteigen im 100-Jahr-Jubiläum. Und leider ist es jetzt nicht so. Also teilweise ist es am FCB gelegen, teilweise auch in der Schiedsrichter. Ich bin nicht enttäuscht, nein. Sie sollen noch eine Saison unten bleiben. Das ist besser für sie. Es ist mit Luzern und mit GC sind Mannschaften da gewesen, die einfach aufgehören, oder? Also ich bin sehr enttäuscht, ja, weil das Jahr habe ich effektiv das Gefühl gehabt, dass wir schaffen es. Ich habe einige Wetten verloren. Wenn man zum Beispiel eine Weile nicht schlägt, nicht auf dem eigenen Platz, dann kann man in Gottes Namen nicht aufsteigen. Ne? Ja, wenn sie auch nicht gegen Weil und so gewinnen, sind sie ja selber schuld. Und sie gegen die Punkte, die sie können, gegen die anderen nicht. Auch von der Clubleitung haben wir natürlich wissen, was für eine Bilanz sie zum Saisonschluss zieht. Gut, man muss natürlich sagen, was heisst nicht sehr glücklich. Man muss es anschauen, im Sportlichen wie im Finanziellen und auch in dem, was haben wir hier für die Stadt. Im Sportlichen ist es sicher richtig, dass es natürlich eine Enttäuschung ist, A, dass wir nicht aufgestiegen sind, und B, dass die letzten Spiele, ich denke da speziell an Bühlmatch, natürlich eine Enttäuschung war. In Sachen Mannschaftszusammenstellung für die nächste Saison ist der Transferpoker noch in vollem Gang. Auch der Peter Ebding lässt sich hier nicht in die Karten schauen. Wir sind in einer Situation jetzt, wo wir dran sind, die Mannschaft zu bilden. Und ich glaube auch, wenn das menschlich ein bisschen brutal ist, müssen wir die Situation ausnutzen. Denn ich glaube, da hat man dafür Verständnis, dass wir nicht einfach wieder mit der gleichen Mannschaft weiterfahren können. Und wie sieht es mit dem Saisonbudget 94 aus? Wieder 3,6 Millionen Franken? Das kann ich mit Ja beantworten. Wir fahren wieder mit 3,6 Millionen. Somit ist auch beantwortet, dass wir dürfen können davon ausgehen können, dass die Sponsoren noch mal mitmachen. Das ist natürlich immer eine schwierige Frage. Wir haben von einem Teil von unseren Einnahmen haben wir Zusagen. Gerade von der Sponsorenvereinigung, dass die in einem gewissen ähnlichen Bereich noch mal mitmachen. Trainer Friedel Rausch war am Samstag zur Spielerbeobachtung in Zürich. Wir haben darum von Karl Odermatt wollen wissen, wie sein Fazit ist zum Saisonschluss. Eins haben wir dabei auf jeden Fall erfahren, der Karl Odermatt hat seine Fans immer noch hinter sich, buchstäblich. Wir haben eine sehr gute Vorrunde gehabt, haben dann in der Hauptrunde nicht mehr so gut ausgesehen, weil wir hinten einfach ein bisschen schwach sind. Fans haben uns fast verdrückt am Spielfeldrand. Wir sind darum mit dem Karl Odermatt in die Spielfeldmitte geflüchtet und haben ihn nach seinem Erfolgsrezept für die neue Saison gefragt. Ich glaube, wir wissen jetzt, an was es liegt. Es liegt ganz klar bei uns hinten in der Mannschaft. Und logischerweise müssen wir auch in der Mitte und vorne noch etwas dazu tun. Und was wollt ihr dazu tun? Haben Sie schon konkret neue Spieler verpflichtet? Einen Stürmer haben wir ja schon. Und wir sind dran am Mittelfeldspieler und am Libero und einem Verteidiger. Können Sie seinen Namen nennen? Nein, man kann noch keine nennen. Mit welchen Spielern auch immer, in einer Beziehung wenigstens, kann der FCB optimistisch in die neue Saison schauen. Wer solche Fans hat, braucht auch vor dem stärksten Gegner keine Angst zu haben.